Ja, hereinspaziert und herzlich willkommen zum Kellergeflüster, der Abstiegstalk, die allererste Ausgabe, wie bereits im Vorfeld von mir angekündigt. Und zwar, was habe ich mir hierbei gedacht? Ja, ihr seht es ja so ein bisschen, ich würde sagen, in der Bundesliga alle Jahre wieder nach diesem Spieltag. Knapp zwei Drittel der Saison sind gespielt und ich würde sagen, heute der Meisterschaftskampf hat sich erledigt. Ja, das war's. Es ist wieder entschieden. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern. Aber umso spannender ist der Abstiegskampf unten. Es geht unfassbar eng zu und wir gehen jetzt entsprechend auch auf das letzte Saisondrittel so allmählich zu. Deswegen wird es höchste Zeit, ein wenig über den Tellerrand auch hinauszuschauen und sich mit dem Abstiegskampf jetzt etwas intensiver zu beschäftigen. Allen voran auch hier aus der Bochumer Sicht auf unsere Konkurrenten mal jede Woche zu schauen, was so passiert ist. Aber selbstverständlich sind sämtliche Gästefans hier auch herzlich eingeladen, ihre Meinungen kundzutun. Denn ihr wisst es ja selbst, man kennt seine Pappenheimer selbst am besten, ja. Und deswegen bin ich auch recht froh, wenn hier der ein oder andere Stuttgarter, Bielefelder, Augsburger, Wolfsburger, wie auch immer, hier entsprechend auch nochmal seine News dazu gibt, was so bei ihm im Verein so los ist und Dinge einfach auch mal ergänzen kann. Ja, wie gesagt, was habe ich mir also gedacht? Wir werden uns jetzt nach dem Spieltag, je nachdem wann der VfL so gespielt hat, ob Sonntag oder Samstag, dann hier im Kellergeflüster entsprechend nach dem Spieltag mal zusammen einfinden und den abgelaufenen Spieltag so ein Stück weit besprechen, uns genau mal anschauen, wie die Tabelle aussieht, wie sind aus Bochumer Sicht die aktuellen Ergebnisse der Konkurrenten, ja. Vor allen Dingen aber auch zu gucken, wie schlagen sich gegenwärtig auch die Abstiegskonkurrenten, die anderen Mannschaften, wie ist so deren Form und allen voran natürlich auch so ein kleiner Ausblick, gegen wen spielen die Abstiegskonkurrenten so in den kommenden drei Wochen, beziehungsweise in den nächsten drei Spielen, ja. Das ist so ein bisschen das Package, was wir hier so ein bisschen gemeinsam abarbeiten wollen. Und ich kann mir auch perspektivisch vorstellen, wenn es dann in die heiße Phase des Abstiegskampfs gehen sollte, ja, dass wir daraus hier mal einen Livestream machen, dass wir dann entsprechend auch live im Chat diskutieren können, unsere Meinung austauschen können. Für hier und heute und fürs Erste soll das aber erst einmal soweit ausreichen. Lasst uns also mal direkt loslegen. Ihr habt es ja sicherlich auch schon mitbekommen, wenn ihr euch mal diesen Spieltag im Vergleich zum letzten anguckt. Hier ist die Tabelle entsprechend auch nochmal eingeblendet. Dann werdet ihr sicherlich feststellen, dass sich die Liga jetzt doch in diesem Spieltag sehr deutlich in zwei Gruppen aufgeteilt hat. Der Schnitt geht nämlich zwischen Platz 10 und 11 einmal quer durch. Wir haben zwei Gruppen. Gruppe 1 ist ab Platz 10 aufwärts, die dort um die europäischen Plätze eigentlich im letzten Saisondrittel kämpfen wird, ja. Denn es ist schlicht und greifend nicht zu erwarten, dass zum Beispiel Mannschaften wie Mainz oder Freiburg, die bereits jetzt schon 30, Freiburg oder Frankfurt, die jetzt schon 30 Punkte und mehr auf dem Konto haben, dass die nochmal in den letzten Saisondrittel in den Abstiegskampf rücken, ja. Und andererseits ist es auch nicht zu erwarten, dass die Teams, die jetzt zur Gruppe 2 gehören, ab Platz 11 also, ja, wo ein 5-Punkte-Lücke klafft zwischen Platz 10 und 11, dass diese Teams sich jetzt irgendwie nochmal hochkämpfen würden. Ja, das kann im Einzelfall vielleicht der Fall sein, aber das wird nicht für alle Teams gelten, ja. Und da geht es entsprechend ums nackte Überleben, ja. Und lasst uns mal direkt einen Blick also werfen auf den aktuellen Spieltag hier aus der VfL-Sicht. Ich würde sagen, grundsätzlich könnte es etwas besser, aber auch schlechter gelaufen sein. Ja, wir selbst haben einen Auswärtspunkt in Berlin geholt, haben also im Prinzip auswärts unser Soll erstmal erfüllt. Das erste Mal seit längerem überhaupt auswärts mal wieder gepunktet. Das lässt auf jeden Fall einen positiv stimmen, ja. War natürlich jetzt auch umso wichtiger vor den kommenden zwei schweren Heimspielen, die wir haben, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Was die Konkurrenz angeht, grundsätzlich, ich würde sagen, aus unserer Sicht, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen stört der Augsburger Sieg gegen Union, ansonsten aber Bielefeld unentschieden gegen Gladbach, dann, dass Wolfsburg heute gegen Fürth gewonnen hat, überrascht jetzt auch nicht allzu sehr. Ich denke, damit war schon zu rechnen. Ja, das war auch für die Wolfsburger letzte Eisenbahn, höchste Not. Und so ein Stück weit klar, dass die irgendwo die drei Punkte da einfahren werden. Gut für uns natürlich die Stuttgarter Niederlage und
Das soweit also zu diesem Spieltag. Lass uns mal direkt auf die einzelnen Vereine schauen und wie sich das aktuell also gegenwärtig verhält. Starten wir mal direkt mit uns, tabellarisch absteigend in Gruppe 2. Also der VfL, wir haben aus den letzten 5 Spielen, wie ihr seht, 5 Punkte geholt. Das ist so mittelprächtig, ja. Und haben allerdings jetzt entsprechend auch unfassbar 2 schwere Heimspiele vor uns. Ja, wir spielen gegen die Bayern das nächste Wochenende und darauf das Heimspiel ist gegen Leipzig. Dazwischen das Auswärtsspiel in Stuttgart. Deswegen natürlich für uns umso wichtiger jetzt, weil einfach nicht davon auszugehen ist, dass wir gegen die Bayern oder dass wir gegen Leipzig übermäßig punkten werden. Ja, also wenn wir aus den 2 Heimspielen einen Punkt holen, dann ist das schon ein gutes Ergebnis. Also umso wichtiger natürlich das Auswärtsspiel in Stuttgart, das für mich ähnlich zu vergleichen ist mit dem jetzt in Berlin vom Wochenende, ja, dass wir dort mindestens auch einen Punkt holen oder vielleicht sogar mal wieder einen Auswärtsdreier landen können, ja, gerade vor dem Hinblick dieser schweren Heimspiele, die wir haben. Ja, so schaut es momentan bei uns aus grundsätzlich, aber nach 21 Spielen 25 Punkte, auch wenn es eng zugeht, das ist eine hervorragende Ausgangslage. Wir haben jetzt auch vielleicht für den einen oder anderen Gästefan, der hier zuhört, großes Plus bei uns ist, wir haben in der Rückrunde mehr Heim- als Auswärtsspiele. Wir sind heim unfassbar stark, gerade auch mit den Fans im Rücken. Und wir spielen in der Rückrunde noch sowohl gegen Augsburg als auch gegen Bielefeld, Fürth und auch Gladbach, sämtliche vierten, also sämtlichen Abstiegskonkurrenten noch zu Hause. Und können hier die entsprechenden Big Points holen. Ich denke persönlich, dass grundsätzlich so 36 Punkte, vielleicht sogar 35 Punkte am Ende der Saison ausreichen werden, ja, um die Klasse zu halten. Und da haben wir natürlich es selbst in der Hand. Kommen wir zum nächsten Verein, dem VfL Wolfsburg. Wie sieht es bei den Wolfsburgern momentan aus? Die konnten sich ein Stück weit heute befreien mit dem Sieg gegen Fürth. Das war auch bitter nötig. Denn man war jetzt in den vergangenen Spielen wochenlang sieglos und konnte jetzt den ersten Sieg einfahren. Hat jetzt hier auch nach den letzten 5 Spielen so ein recht durchschnittliches Ergebnis von 5 Punkten. Ja, wenn wir uns die kommenden Aufgaben der Wolfsburger angucken, dann sehen wir, es geht jetzt auswärts nach Frankfurt, zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts in Gladbach. Also schon 3 anspruchsvolle und Spiele und Gegner, gerade auswärts in Frankfurt unangenehm, zu Hause gegen Hoffenheim sicherlich auch nicht die einfachste Lösung und dann das direkte Duell auswärts bei Gladbach, ja, was man nicht verlieren sollte. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Wolfsburger nach den kommenden 3 Spielen, nach dem 24. Spieltag dann dastehen, ja. Wie sind eure Meinungen? Schreibt entsprechend auch hier unten, wenn hier vielleicht Wolfsburger zugucken oder reingesappt haben. Hey Mann, gerne kommentieren eure Meinungen, schreibt ein bisschen was zu eurem Verein. Wäre ich auch sehr dankbar, hilfreich, oder wir alle generell. Das würde uns auf jeden Fall hier helfen. Kommen wir zum nächsten Verein, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, auch ähnlich, die letzten 5 Spiele recht durchschnittlich 5 Punkte geholt, ja, ähnlich wie wir. Ein Ausblick, grundsätzlich, es geht jetzt nach zu Hause gegen Augsburg, dann auswärts nach Dortmund und zu Hause gegen Wolfsburg. Also man hat in den nächsten 3 Spielen 2 unfassbar wichtige Heimspiele gegen direkte Konkurrenten, wo man um jeden Preis punkten muss, weil natürlich das Auswärtsspiel in Dortmund schon ein Brett ist und man nicht davon ausgehen kann, dass man entsprechend in Dortmund punkten wird. Ja, es ist auf jeden Fall ganz wichtig für Gladbach, die kommenden 2 Spiele zu gewinnen. Ja, es wird natürlich auch spannend zu sehen sein in den kommenden Wochen, wie es bei den Gladbachern so weitergeht. Natürlich, die Situation dort ist ja bekannt mit dem E-Ball aus und so ein bisschen mit den, es geht recht chaotisch zu, mit den recht unruhig, ja. Und es wird spannend zu beobachten sein in den kommenden Wochen, wie die Gladbacher jetzt da ein bisschen rauskommen. Die Qualität ist ja nun mal da, ja. Jetzt selbiges gilt auch für den VfL Wolfsburg, ja, oder auch zum Beispiel für Hertha BSC Berlin. Aber es ist natürlich auch klar, im Abstiegskampf zählt nicht die Qualität, sondern im Abstiegskampf geht es am Ende um die Mentalität und so. Und da haben es natürlich Vereine wie zum Beispiel wir Bochumer oder auch Arminia Bielefeld, ja, als Beispiel nur, um mal 2 zu nennen, erheblich leichter, weil bei uns ist natürlich vom allerersten Spieltag an klar, in welche Richtung es geht. Jeder ist gedanklich, mental voll und ganz auf den Abstiegskampf eingestellt, macht sich da überhaupt keinerlei nichts anderes vor, ja. Und entsprechend geht man vom ersten Spieltag an zu Werke. Vereine, die natürlich höher gesteckte Ziele haben, ja,
und die sich so ein bisschen mehr erhoffen und dann plötzlich in den Abstiegskampf oder so ein bisschen in den Sog gerissen werden. Da hat die Vergangenheit natürlich gezeigt, dass das relativ spannend zu sehen ist, wie man sich dort, ob und wie man sich dort befreien kann, weil natürlich man läuft ja so ein Stück weit durch die Bundesliga. Ja, nächste Woche, diese Woche hat es nicht geklappt, aber wir haben die Qualität, nächste Woche gewinnen wir. Ja? Und dann gewinnt man nächste Woche nicht und sagt sich wieder, ach, wir haben noch genug Qualität, darauf die Woche reißen wir das Ruder um. Und so geht ein Spieltag nach dem anderen quasi zu Ende und irgendwann hat man nur noch 4, 5 Spiele zu spielen und sieht, dass man 5 Punkte Rückstand hat aufs rettende Ufer und dann brennt es lichterloh, ja. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade Spieler, die andere Ansprüche auch an sich haben, ja, wie können sie entsprechend Abstiegskampf? Und vor dem Hintergrund, das gilt jetzt nicht nur für Gladbach, sondern auch für die anderen Vereine, die ich gerade genannt habe, wird es spannend zu sehen sein, wie im letzten Saisondrittel sie das eingehen. Ich persönlich, wenn ihr mich fragt, es würde mich nicht überraschen, wenn einer der drei Vereine, Wolfsburg, Gladbach oder Hertha BSC, zumindest einer der drei auf dem Relegationsplatz am Ende die Saison abschließt, ja. Aber wir werden es sehen. So viel erst einmal dazu. Lasst uns direkt zur Hertha BSC Berlin kommen und die Berliner, ähnlich wie wir und Gladbach, aus den letzten 5 Spielen 5 Punkte geholt. Und in den kommenden Wochen geht's nach Fürth, es geht zu Hause gegen Leipzig und es geht auswärts nach Freiburg. Also für die Berliner gilt auch vor allen Dingen jetzt nach diesem Spieltag hier, nachdem sie gegen uns nicht gewinnen konnten zu Hause, ja, wo man im Vorfeld von einem absoluten Pflichtsieg gesprochen hat, ja, von Muss-3-Punkten, die man nicht geholt hat. Fährt man jetzt nächste Woche nach Fürth und hat quasi so das nächste den nächsten Pflichtsieg eigentlich so ein bisschen, das nächste Spiel, was auf jeden Fall gewonnen werden muss, wo man sich etwas ausrechnet. Wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, aus Berliner Sicht dort zu punkten, denn wie gesagt, zu Hause gegen Leipzig, auswärts in Freiburg, das sind natürlich die erheblich schwierigeren Aufgaben und wenn man in Fürth nicht punktet, läuft man natürlich Gefahr, dann entsprechend in den kommenden 3 Spielen auf nicht viele Punkte zu kommen, ja. Wie gesagt, auch hier, gerade auch Gladbacher oder wenn Berliner jetzt entsprechend hier gucken, schreibt mal eure Meinungen, eure Sichtweisen, wie seht ihr das, was gibt bei euch so Neues, was rechnet ihr euch in den kommenden Wochen so aus, wie gesagt, hilft uns auch hier entsprechend. Ansonsten, nächster Verein, der Arminia Bielefeld momentan so ein bisschen von allen Abstiegskonkurrenten, ich würde sagen, so das Team der Stunde, das Team der letzten Wochen, ja, aus den letzten 5 Spielen satte 9 Punkte geholt, das ist natürlich schon eine Menge, also im Abstiegskampf sollte man ja so im Schnitt 1 Punkt pro Spiel holen oder alle 3 Spiele 3 Punkte, ja, egal wie, dass man so am Ende auf circa 36 Punkte kommt, das hat ja in den letzten 10 Jahren immer mindestens ausgereicht, um die Klasse zu halten direkt, ja, und ich persönlich glaube auch, dass es in diesem Jahr ausreichen wird, auch wenn es momentan eng zugeht, ja. Und da sind natürlich die Bielefelder momentan bockstark unterwegs, haben in den letzten 5 Spielen kein einziges verloren. Allerdings in den kommenden 3 Wochen warten auch 3 anspruchsvolle Aufgaben, davon 2 Auswärtsspiele in Hoffenheim und in Leverkusen. Das Heimspiel gegen Union zu Hause ist sicherlich auch nicht das Einfachste, ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie nach dem 24. Spieltag dastehen, ob sie weiter so punkten können. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht und ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, denn sie haben jetzt eine unfassbare Aufholjagd hingelegt, ja. Und wenn sie jetzt so weiter punkten würden, also das geht langsam schon Richtung vom Punkteschnitt Richtung Europapokalniveau, ja. Wenn sie das weiter so halten können, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, die nächsten 3 Spiele, ich glaube nicht, dass da viel zu holen sein wird. So ein bisschen die Hoffnung schwingt natürlich hier aus Bochumer Sicht mit. Falls Bielefelder reinschauen, also wie gesagt, eure Meinungen, schreibt auch entsprechend unten, wie ihr das so seht. Weiter zum nächsten Verein, momentan auf dem Relegationsplatz nach dem 21. Spieltag, der FC Augsburg. Auch in den letzten 5 Spielen sehr vergleichbar wie alle anderen, so mit 5 Punkten im Gleichschritt am Marschieren, ja. Konnten also heute, beziehungsweise heute sage ich, an diesem Spieltag, konnten sie entsprechend 3 Punkte einfahren, ja. Und den ersten Dreier seit 5 Spielen und jetzt in den kommenden Wochen geht es entsprechend nach Gladbach, zu Hause gegen Dortmund und Freiburg, 2 Heimspiele hintereinander. Allerdings alles andere als einfache Aufgaben, würde ich sagen. Gerade das Auswärtsspiel in Gladbach, wie gerade gesagt, für die Gladbacher natürlich unfassbar wichtiges Spiel. Und auch die Augsburger müssen natürlich, wenn sie drin bleiben wollen, zusehen, dass sie diese direkten Duelle nicht verlieren. Ja.
Und deswegen ein wichtiges Spiel, denn ich denke mal, zu Hause gegen Dortmund wird in der Regel nicht viel zu holen sein. Und zu Hause gegen Freiburg, ja, ist dann so ein 50-50-Spiel. Die Freiburger sind auch nicht mehr ganz so gut unterwegs wie noch im Herbst. Aber ich denke, es gibt trotzdem leichtere Aufgaben. Ja, wir werden es sehen, wie sie entsprechend dastehen. Und aktuell auf dem zweiten Abstiegsplatz der VfB Stuttgart, momentan unfassbar ja, schwach unterwegs die vergangenen Wochen. Ja, da läuft relativ wenig zusammen, auch an diesem Spieltag nicht. 2:3 gegen Frankfurt, nur ein Punkt aus den letzten 5 Spielen. Die nächsten 3 Aufgaben auch nicht gerade einfach. 2 Auswärtsspiele, ein Heimspiel. Und wenn ihr seht, gehen sie Auswärtsspiel, dann ist natürlich klar, dass die Stuttgarter in den nächsten 3 Spielen so einiges auf das Heimspiel gegen uns setzen werden. Dass sie da natürlich den Turnaround irgendwie schaffen, dass sie dort dreifach punkten, wozu sie ein wenig auch langsam verdammt sind. Denn wenn man sich die Tabelle entsprechend anschaut, es sind jetzt 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Stuttgart hat also den direkten Anschluss, den direkten Kontakt zum Relegationsplatz verloren. Und da steigt natürlich jetzt der Druck, wieder punkten zu müssen, denn das können natürlich entsprechend, ja, wenn das so weitergeht, sieht es dann ganz übel aus. Und wie gesagt, gegen uns also wahrscheinlich wird man sich entsprechend viel ausrechnen. Ja, das ist soweit von meiner Seite aus zum Abstiegskampf für diese Woche. Wer fehlt? Greuther Fürth, ja. Liebe Fürther, falls ihr hier rein seid, falls ihr noch dabei seid, sorry, tut mir wirklich leid, aber nach dem heutigen Spiel bleiben wir realistisch. 10 Punkte nach 21 Spielen, 12 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, ein Torverhältnis, wo ihr turmhoch unterlegen seid. Also euch zähle ich nicht als Abstiegskonkurrente. Solltet ihr allerdings 4 bis 5 Spiele am Stück gewinnen und den Anschluss wiederhergestellt haben, selbstverständlich nehme ich euch in den kommenden Wochen hier wieder mit auf. Aber für hier und heute, ich denke, das werdet ihr alle auch nicht anders sehen. Neutralen Fans auf Fürth brauchen wir da entsprechend nicht zu gucken. Deswegen ist aus meiner Sicht ein direkter Abstiegsplatz noch zu vergeben. Und momentan geht es sehr heiß zu, wenn es um den Relegationsplatz geht. Da tummeln sich 6 Vereine, die sehr dicht beieinander sind. Ja, also wie gesagt, das ist von meiner Seite aus für die erste Ausgabe, soll es das sein, für Kellergeflüster, den Abstiegstalk. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentiert unten. Ich bin auf eure Meinung unfassbar gespannt. Wir werden uns jetzt also hier bis zum Saisonende, oder sagen wir, nee, falsch, anders ausgedrückt, der Kellergeflüster, der Abstiegskorb geht natürlich so lange, solange wir Bochum uns im Abstiegskampf befinden, ja. Wenn wir uns entsprechend frühzeitig rauskommen sollten, brauchen wir den Abstiegskampf nicht mehr, dann gibt es auch kein Kellergeflüster. Ansonsten, wenn es allerdings bis zum letzten Spieltag gehen sollte, dann sehen wir uns bis zum Saisonende nach jedem Spieltag, entweder Sonntag oder Montagabend hier, und diskutieren wie heute entsprechend so ein bisschen die Geschehnisse im Abstiegskampf, gucken uns die Konkurrenten an und ja. Hoffe, dass wir dann entsprechende coole Diskussionen hier einsteigen können. Also, ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, tschüss.